heute gibt es ein Live mit Cool Tools Palette von Cosmic Beauty bzw. Cosmic Brushes. Das ist die zweite aus dieser ganzen Serie. Im Prinzip haben die einmal die neutrale Palette gemacht und einmal den kühlen Traum. Ich finde, die spaltet sich, wie auch schon so viele erwähnt haben, einmal in die eher rötliche, bräunliche Richtung und wirklich hier sind die lilanen und schwarzen Farben irgendwie, oder nicht schwarzen, blauen Farben irgendwie drin. Ich würde mal sagen, wir machen zwei unterschiedliche Augenlooks. Das ist für mich das Austesten und so kann ich einfach die meisten Farben irgendwo in einem Look unterbringen und muss nicht in 20 verschiedene Richtungen irgendwo reingehen. Ich finde das ganz toll, dass die hier einmal einen hellen, sehr, sehr hellen Ton, einen Flederton reingebracht hat, sodass man den vielleicht auch im Inner Corner nutzen kann. Sonst sind es relativ dunkle Töne. Das sieht auch so ein bisschen wie so ein Topperton aus, also dieser typische zu grün Flip, wieso auch immer das jetzt hier in dieser Palette zu grün Flip sein muss. Also zumindest sehe ich so ein bläulich-grün. Mal gucken, wie der auf dem Auge rüberkommt. Also ich habe ja bei der Clarity Cosmetics Lost in at Sea Palette so ein grün-blau auch gehabt. Also wenn man den im Inner Corner trägt, sieht man da drin grün. Wenn man den so ein bisschen über das ganze bewegliche Lid trägt und parallel noch mit diesen ganzen lila Tönen verbunden hat, dann hat man da eher grün gesehen. Eher blau gesehen, meine ich. Wir starten einfach mal. Ich prime heute meine Augen mit Anastasia Beverly Hills, mit dem hier. Wieso da jetzt meine Lippe so rot aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich drauf gebissen. Das ist der Standard-Eye-Primer von denen, glaube ich zumindest. Sehr, sehr hell. Man braucht super, super wenig. Ich vermute, ich habe jetzt schon wieder zu viel benutzt. Und der ist eher so ein bisschen trocken. Also der trocknet so extremst matt runter, was ich bei Cosmic Beauty oder Brushes gar nicht so schlimm finde. Also ich glaube immer, oder ich habe immer das Gefühl, dass umso öliger man das Augenlid hat und umso öliger halt auch der Rest ist, umso schwieriger ist es, dass diese Farben extrem lange halten. Ich habe die vor anderthalb Wochen geswatcht. Ich bin mir da schon fast gar nicht mehr sicher oder noch schon ein bisschen länger her sogar. Kann euch also nicht mehr hundertprozentig sagen, wie sich welche Farbe angefühlt hat. Das machen wir auch gleich. Bei Indie-Brands hat man ja immer wieder den Unterschied, dass nicht jede Farbe mit dem gleichen Untergrund hält, nicht jede Farbe gleich formuliert ist irgendwo, ist ein Vorteil und ein Nachteil. Man kann das beides sehen. Also wer Indie-Brands mag, sieht das, glaube ich, als Vorteil. Und wer gerne rumexperimentiert, sieht das, glaube ich, auch als super Vorteil an, dass einfach viele Sachen experimentell irgendwo sind, ne? Also dass das nicht immer nur ein Mischmasch oder so ist, sondern auch wirklich verschiedene unterschiedliche Dinge sind und man unterschiedlich mit den Produkten irgendwo arbeiten kann oder arbeiten muss. Ich sage ja, manche finden das totaler Vorteil, andere finden das total schrecklich. Ich gucke einmal parallel nochmal nach, ob ich denn auch richtig meinen Ton eingestellt habe. Ich habe nämlich so schnell auf das Ich gehe live drücken gedrückt und habe jetzt Angst, dass ich meinen Ton nicht ganz so richtig eingestellt habe, wie ich das gehofft habe. Ich schaue einfach mal. So, der ist aber gut. Der hört sich laut genug an, weil mein Mikro ist halt so eingestellt, dass es auf plus 20 Watt auch immer stehen muss, damit die richtige Lautstärke rüberkommt und das richtig auch funktioniert. Daher bin ich dann immer so ein bisschen vorsichtig und korrigiere bzw. gucke auch nochmal zwischendurch. Besonders wenn man halt einige Videos aufgenommen hat und einige Lives in letzter Zeit mal wieder gedreht hat, die nicht sogar zu dolle gelaufen sind. Ich zoome euch jetzt einfach mal ein bisschen ran, beziehungsweise vom Ton her nicht so doll gelaufen sind. Noch nicht mal von der Mitgliederzahl beziehungsweise auch was anderes, aber einfach, dass der Ton nicht so war, wie ich das mir gerne erhofft hätte und ich dann ganz viel nachkorrigieren musst und nachkorrigieren heißt meistens auch, dass der Ton irgendwo nicht so schön rüberkommt, wie er sonst ist, beziehungsweise nicht die Qualität hat, wie er sonst hat. Ich gucke jetzt gerade so und zoome euch ein bisschen ran. Wenn ich euch ranzoome, wird das Bild wieder dunkler und ihr seht meinen Spiegel nicht mehr. So müsste das einigermaßen passen. Ich habe jetzt hier hab mein Firefox auf, meinen zweiten Browser, und gucke parallel mal, wie das überhaupt aussieht. Ist auch immer eine ganz witzige Erfahrung. Man sieht das dann immer so ein bisschen nachträglich. Ihr werdet das ja auch immer so ein bisschen, so ein, zwei, drei Sekunden zeitverzögert sehen. Und das ist manchmal eine witzige Erfahrung. Aber es macht einem im Nachhinein kirre. Ich wollte jetzt einfach nur schauen, wie jetzt so das Bild ist. Und ich glaube, das Bild ist vollkommen in Ordnung. Also kann ich wieder zu meiner Live-Aufnahme schalten. Guten Morgen. Bei uns ist alles okay. Super. Achso, du meinst, mit dem Ton ist alles okay. Ja, ich bin auch froh, dass das jetzt dieses Mal geklappt hat, beziehungsweise ich habe extra nochmal drauf geguckt. Ja, es ist so ärgerlich. Also mein Mann und ich teilen uns natürlich das Equipment und wenn das Equipment geteilt wird und er damit halt rumgereist ist, stellt er das natürlich anders zu der Kamera ein als ich. Und wenn man dann halt nicht drauf achtet, dann hat man die AK gezogen und dann ist es nämlich auch wieder,
Ja, ich sag's mal lieber so. Dann ist es halt irgendwo blöd. Also, ich habe in die matten Farben noch gar nicht reingedippt. Ich möchte auf jeden Fall ein Auge so ein bisschen mehr ins Lilafarbene machen und würde sagen, ich fange mit dem hellsten, obwohl den hellsten Lila-Ton könnte man vielleicht auch im Inner Corner tragen oder halt diesen Rosé-Ton. Ja, ich fange mit dem lila, blaulichen Lila-Taubton an, so ein bisschen. So Richtung Periwinkel, oder ist das das hellere, das Periwinkel ist? Das war ja letztes Jahr eine Trendfarbe, meine ich. War das letztes Jahr? Oder schon vorletztes Jahr? Oh Gott. Dieses Jahr ist Koralle, letztes Jahr war, glaube ich, Periwinkel. Ich fange mit dem Auge an und dann machen wir das Auge definitiv anders. Ich möchte auch gerne wieder die Schimmertöne nicht alle auf einem Auge klatschen, sondern auch wirklich so ein bisschen einfach unterschiedliche Schimmertöne auf unterschiedlichen, also ne, so ein bisschen großflächiger irgendwo testen. Ich finde das immer schöner und man sieht dann auch immer ganz genau, welcher Ton ist wie formuliert und wie hält er dann auch wirklich auf meinem Auge. Wenn ich das manchmal nur auf so kleine Stellen teste, ist das nicht immer so gang und gäbe, beziehungsweise kann man es nicht immer gut so sehen. Übrigens, die Palette gibt es bei Monolith oder bei Cosmic Beauty oder Cosmic Brushes auf deren Website. Für Monolith bin ich leider zu klein. Ich bin kein Affiliate oder habe keinen Affiliate-Code bekommen. Die sind ja eher so, wenn man braucht, über 4000 Abonnenten und man braucht über, ja, ne, gerade Instagram-mäßig 4000 Abonnenten. Es war in Ordnung das Wochenende, es war aber gestern ein bisschen stressig. Mein Mann hat zwischendurch sein Handy verloren. Wir mussten dann durch das ganze Dorf pesen, weil er durch das iPhone-Dingster-Link-Ding ja, das gesehen hat, wo das war. Und wir sind dann durchs Dorf gepäst, haben dann nicht vermutet, dass es an der Stelle war, haben dann woanders angeklingelt, sind auch wieder zurückgerannt und ja, war spannend. Auf jeden Fall war auf jeden Fall gestern ein spannender Abend, wir haben es wieder gekriegt. Gut, dass wir in einem Dorf wohnen, er hatte das beim Spazierengehen verloren. Einfach aus der Tasche gefallen, weil man sich ja mit den Kindern auch so ein bisschen gebückt hatte und so. Und ja, das wurde dann von einer lieben, beziehungsweise Familie, Dame, Finder, auf jeden Fall von jemandem gefunden und mit nach Hause genommen. Die kennen wir auch zum Glück, also das Dorf, ne? Und dann haben wir dann mehrmals angerufen. Irgendwann wurde es dann auch abgenommen und sagte, ja, ja, komm vorbei, wir haben es gefunden. Total klasse. Wäre einem vielleicht so in einer großen Stadt nicht passiert, im Dorf ist das auf jeden Fall. Also dieser Farbton, der nennt sich übrigens Intuition, der hat schon recht viel Blauanteil irgendwo drin. Also weniger lila, mehr Blauanteil irgendwo. Hätte ich jetzt ein bisschen weniger blauanteilig anstichig, also ne, ich hätte gedacht, dass das weniger, also dass das mehr ins Lilane reingeht, ist aber jetzt wirklich in dieses Bläuliche eher. Ist nicht schlimm, machen wir irgendwie machbar. Ich bin ja nicht unbedingt so ein extremer Blau-Fan, hab mir aber gedacht, irgendwie ist die Palette cool. Also wenn blau, dann kann Cosmic Beauty oder Cosmic Brushes das auf jeden Fall. Und deswegen bin ich jetzt auch, oder habe ich mir diese Palette geholt, um einfach so ein bisschen was anderes in meiner Sammlung zu haben. Ich meine, ich bin eher so warme Töne, noch nicht mal neutrale Töne, aber halt so ein bisschen quietschig, warm. Gerne natürlich auch diese gelblichen Orangetöne irgendwo. Und dass dann hier auch mal so ein bisschen was anderes in meiner Sammlung ist, ist das gar nicht mal so übel. Man kann natürlich auch wirklich Richtung Cooltones gehen. Also man kann diese ganzen Beeretöne benutzen, was ich total klasse finde. Also bei dieser Palette hat man zwei Optionen. Einmal wirklich in diese blau-lila Richtung zu gehen und einmal die Beeretöne zu benutzen. Und aber auch irgendwo tragbare Looks irgendwo zu kreieren. Also nicht jetzt irgendwie so ganz so krass, ja, doch bunt, aber bunt, die auch wieder so ein bisschen runtergetont sind. Also so ein bisschen weniger leuchten, weniger strahlend, sondern eher so ein bisschen muted, so ein bisschen, ja, ne? Das sieht man, da ist auf jeden Fall blau drin, aber wirkt es jetzt extremst krass? Nein. Ja, ansonsten war das Wochenende eigentlich irgendwo erfolgreich. Oder beziehungsweise in Ordnung. Erfolgreich weiß ich nicht. Es war halt irgendwo doch anstrengend. Ich habe die Palette auch. Oh, cool. Ja, die Palette ist, glaube ich, gar nicht mal... Also, ich glaube, die hat viele angesprochen. Ich suche mir gerade einen passenden Pinsel aus. Die mal einfach irgendwie was anderes in der Sammlung haben möchten und haben wollen. So, gehe ich ins Gräuliche oder gehe ich ins Bläuliche rein? Wir haben hier mehrere Optionen, was ich auch total klasse finde. Also man kann den Look in mehrere Richtungen schwingen. Man kann einmal hier in Shadow, also ins Gräuliche übergehen. Man
kann natürlich auch blau-blau machen und hier in dieses bläuliche reingehen. Man kann nachher auch einfach die zweite Seite mal ausprobieren, wie jetzt der Unterschied zwischen den beiden Farben ist. Also den in der Crease tragen und dann ein bisschen anders einfach schminken. Da das auch so ein bisschen ins Gräuliche geht, gehe ich jetzt einfach in Shadow rein. Ja, das ist dieser hier. Und trage mir den mal auf. Und trage mir den jetzt hier im äußeren Winkel irgendwo auf. Ich überlege gerade, ich glaube, ich nehme einen kleineren. Der ist interessant, der ist nicht ganz so dick und fluffig. Und davon nehme ich jetzt einfach die Spitze und gehe jetzt vorsichtig in diesen Shadow-Ton rein. Da sieht man das auch. Also wirklich nur vorsichtig mit der Spitze. Gebe mir das jetzt hier am hinteren Wimpernkranz so ein bisschen rein. Man kann natürlich noch dunkler gehen, indem man Eclipse aufgibt. Also diesen schwarzen will ich jetzt aber erstmal noch nicht machen. Und kann nämlich mit diesem Pinsel, es ist nicht meine Lieblingsform, muss ich auch dazu sagen, aber einfach hier so ein bisschen verdunkeln. Ist ja das, also so wie ich mich jetzt schminke, das ist meine Lieblingsform, denn ich mag das gerne so ein bisschen dunkler einfach am äußeren Bereich zu haben. Das betont immer das Auge, finde ich ganz schön, und das macht dieses Schlupflid einfach ein bisschen weiter weg irgendwo. So, und wenn ich diesen hier vorsichtig aufbaue und miteinander vermische, glaube ich, wird das ein schöner Übergang irgendwo. Und kann man, glaube ich, ne, also man muss nicht, ist das ein Blend? Ist das, also, ne, man braucht nicht viel Farbe und die blenden sich gerade ineinander wie ein Traum. Der eine bleibt nicht stockig stehen, sondern die blenden einfach total easy peasy miteinander. Man hat den Blauanteil noch drin, man hat aber jetzt so ein bisschen dieses Gräuliche und ich finde das gerade wunderschön irgendwie. Also es ist sehr, sehr einfach, diese beiden Farben miteinander zu kombinieren und miteinander zu verblenden. Finde ich gerade richtig, richtig toll. Ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen mehr in die Crease rein. Und man braucht nicht viel. Also man braucht nicht viel Aufwand. Die verblenden sich gerade einfach wie so ein kleiner Traum. Ja, ansonsten war das Wochenende anstrengend, aber machbar irgendwo. Es ist halt, ne, man merkt so langsam, der Sommer kommt durch. Es wird wärmer. Bei uns war es auch richtig schön warm. Mit extrem krassen Regengüssen. Fand ich voll witzig. Oder fand ich auch nicht schlimm. Weil wir haben hier einen großen Nutzgarten. Und das heißt, ich brauchte da rein gar nicht irgendwie gießen. Sondern ich habe das einfach mal dem ganz normalen Regen überlassen. Und auch heute Nacht, gestern Abend ist es dann auf einmal angefangen zu gießen. Und ja, also gießen heißt bedeutet, ne? Es ist wirklich viel Regen auf einmal runtergekommen. Im Prinzip 10 Minuten später, nachdem wir die Suche mit dem Handy beendet hatten, dachte man sich nur so, boah, zum Glück sind wir jetzt nicht draußen und müssen gucken, wo das Handy ist. Denn sonst wären wir pitschupatsche nass geworden. Aber ja, so. Also das ist schon mal ein geiler Blend, oder? Also das ist richtig, richtig schön. Hier bräuchte ich noch nicht mal irgendwie eine harte Kante zu ziehen, sondern das hat jetzt richtig, richtig gut funktioniert, dass da einfach genug Farbe übergekommen ist und einfach sich ganz genial in die anderen Seiten reingeblendet hat. Irgendwo. Andere Seite nehme ich jetzt auch direkt mal auf. Jetzt gehe ich nämlich, ich möchte das gerne testen. Ich möchte wirklich gucken, wie unterscheidet sich dieser eher blau-lila-liche Ton vor allen Dingen zu diesem hier. Zu Hidden. Hidden ist nämlich auch, der hat deutlich mehr Blauanteil drin, so ein Jeansblauen mäßig. Ich möchte aber wirklich gucken, wie der jetzt unterschiedlich auf meinem Auge auch, ja, da sieht man, da ist mehr Blau drin, auf meinem Auge einfach rüberkommt. Heute behandle ich einfach mal diese untere Seite so ein bisschen mehr. Man kann natürlich auch, wie immer, alles miteinander mischen, sodass man hier nicht nur irgendwie in diese bläulichen Töne reingehen muss, sondern einfach auch in der Crease diesen roten oder diesen Aubergine-Ton. Und ja, dann irgendwo mit Blau mischen. Also man kann wirklich hier auch alles raus. Und ich glaube nicht, dass eine Farbe sich irgendwie mit der anderen so extrem speist, dass man da gar keinen Look rausziehen kann. Da sind die immer echt gut. Also da sind die echt klasse. Man muss halt immer nur wissen, wie man da so ein bisschen mitarbeitet mit den einzelnen Farben. Und auch wirklich, ich finde immer, man sollte so ein Gefühl dafür kriegen für eine Farbe, indem man sie einfach auch anfasst. Also indem man wirklich fühlt, wie verhält sich eine Farbe auf den Fingern. Dann spürt man nämlich auch immer direkt, ist die Farbe dünn? Kann ich sie mit einem Glitterglue auftragen oder fühlt sich die sticky an? Welchen Basis, also gerade was jetzt Schimmerfarben angeht, meinte ich jetzt, habe ich ganz vergessen. für mich war das irgendwie schon in eins. Gerade was jetzt Schimmerfarben angeht, wie fühlt sich die Farbe an? Wie muss ich sie verblenden? Wie muss ich meinen Grund dazu setzen, dass das irgendwo auch funktioniert? Ich gehe jetzt mit dem Pinsel rein und gehe jetzt wirklich in den Midnight-Ton rein. Also das wird jetzt nochmal eine Spur deutlich blauer und man sieht, glaube ich, auch gleich einfach den... Ich nehme anderen Pinsel.
Ich nehme so einen ähnlichen wie gerade, nur ein bisschen fluffiger, der von BH Cosmetic, in einer interessanten Weise und Art und Weise. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich habe es schon so oft erwähnt. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, diese Perlen so anzuordnen, dass die von dick nach dünn gehen und auch bei den dickeren Pinseln noch breiter sind. Habe ich hier einen dicken Pinsel? Ich habe hier. Ist Doja Cat gewesen, übrigens, die Serie. Und jetzt gehe ich hier mit dem Midnight Blau rein. Ach, Nase kratzen, Nase jucken und verdunkel mir so ein bisschen einfach den äußeren Bereich. Auch wirklich genauso wie gerade, einfach nur mit der Spitze rein erstmal. Und trage mir das dann vorsichtig auf. Da sehe ich jetzt so ein bisschen, seht ihr das? So ganz eben Fallout, aber wirklich nur, oder ist es? Ja doch, da. Da sieht man es. Jetzt habe ich es ein bisschen verwischt extra, damit ihr es besser sehen könnt. Und blende jetzt vorsichtig die Farben so ein bisschen mehr zusammen. Dadurch, dass dieser Pinsel größer ist, komme ich natürlich mehr an Fläche und muss auch vorsichtiger sein, dass das irgendwie sich miteinander verblendet und dass nicht nur noch das Dunkelblaue irgendwie auftaucht. Geht, ist aber jetzt einfach von der Pinselform her ein bisschen größer, ein bisschen trickiger, ein bisschen schwieriger. Und man kann hier, also, ne, das ist eine Farbe, die ist da, die hat aber wirklich deutlich ein bisschen Schwarzanteil, was ich jetzt bei dieser Variante gar nicht so schlimm finde. Die ist leuchtend, ich kenne aber auch andere Blautöne, die sehr, sehr viel krasser leuchten und mich dann noch ein bisschen mehr irritieren. Also ich habe lieber so ein bisschen so ein Schwarzblau auf meinem Auge. Gehe jetzt hier einmal nochmal vorsichtig rüber. Ich habe lieber so eine Art Schwarzblau auf meinem Auge, als statt jetzt irgendwie so ein ganz, ganz krasses leuchtendes Blau. Ich finde, so ein Schwarzblau ist immer einen Tacken mehr tragbar und auch für den Alltag so Look irgendwo, als wenn man jetzt so ein ganz, ganz krasses, ich weiß nicht, wie die Farbe sich jetzt richtig nennt, aber wirklich wie so ein krasses leuchtendes Blau zu haben. Ja, ich mag beide Seiten. Welche gefällt mir einen Tacken besser? Ich glaube, diese. Ist aber jetzt auch einfach nur, ich bin ja nicht ganz so ein ganz, ganz krasser Blau-Fan. So, ich bin jetzt hier nochmal rübergegangen, weil ich da das Gefühl hatte, dass an der Stelle einfach nicht so viel war an Farbe. Und jetzt gehe ich hier nochmal in diesen Grauton rein mit der Spitze und baue mir den auch einfach nochmal ein bisschen mehr auf. Ja, also man kann einmal richtig krass Richtung Blau reingehen, man kann es aber auch so ein bisschen, ich finde, jetzt sieht man den Unterschied, so ein bisschen mehr lila halten. Vorher hat man nämlich, man hat den Unterschied auch im Fändchen oder man sieht den Unterschied auch im Fändchen, aber ich finde, wenn man das nochmal auf dem Auge so ein bisschen mehr sieht, dann sieht man auch mehr die Richtung, wie es dann irgendwo gehen kann. Weil man hat immer das Gefühl, dass, ja, Blau ist Blau, ne? Also Blau ist irgendwo eine Farbfamilie und es gibt da gar keine Unterschiede oder so. Aber doch, es gibt deutlich irgendwelche Unterschiede auch zwischen den einzelnen Blautönen und zwischen den einzelnen Effekten irgendwo. Man sieht, hier habe ich deutlich mehr Fallout als auf der Seite. Stört mich aber nicht. Ich mache hier immer meine Lidschatten zuerst und danach erst irgendwo in meine Face-Produkte. Ja, also blaue Seite, blaue Töne, die man da zur Auswahl hat. Man kann natürlich auch sagen, der Shift zwischen einem Grün hin und her, wieso auch immer ein Grün da rein musste, zwischen so einem krassen Pink irgendwo und zwischen einem goldigen Ton. Man kann natürlich auch mischen. Oder aber auch der geht total klasse damit, glaube ich. Da möchte ich aber nachher nochmal einen separaten Look hatten. Man hat jetzt Richtung Blautöne. Einmal den hier. Ich finde, der fühlt sich stockig an. Dafür bräuchte ich auf jeden Fall kein Glitterglue, sondern eher eine trockene Base. Das fühlt man irgendwie schon. Da ist mehr Primer drin, ist aber jetzt nicht irgendwie wirklich krass. Dann haben wir, das war übrigens Affinity. Dann haben wir Reveal. Das ist dieser, der ist schon eher seicht sanft. Der hat doch ein bisschen Blauanteil drin. Also der hat wirklich deutlich, man sieht so einen Switch zwischen Grün und Blau. Dann haben wir einmal Magnetic. Das ist dieser krasser Lila-Ton schon. Im Fännchen wirkt er bläulicher, weil er einfach auf einem bläulicheren Untergrund ist. Und dann haben wir einmal Tempting. Das ist dieser Art Duochrom-Ton, wo so ein bisschen Goldanteil drin ist. Oder beziehungsweise Blau ist da, ja. Ich swatch die einfach mal so ein bisschen aus. Das sind diese, da war der Ton, diese Optionen, die man hat. So ein bisschen, wenn man einfach so ein monochromatisches blaues Auge schminken möchte. Ich würde schon fast behaupten, dass ich den Blauton einfach hier hinsetze, weil ich finde, das harmoniert ganz gut. Und auf der Seite gehe ich einfach mehr in die Lila-Töne rein. Also starte mit dem dunklen Lila, ende mit dem und den setze ich so ein bisschen einfach auf der Seite ja in den vorderen Bereich mit rein.
Ich glaube nicht, dass ich dafür ein Glitterglue brauche. Ich glaube, die haben genug Klebekraft, dass sie ohne Glitterglue gut funktionieren. Und ich werde hier nochmal so ein bisschen einfach mit dem Pinsel, beziehungsweise ich gehe hier in meine Norvina-Palette in den Base-Ton rein, einfach mit dem gleichen Pinsel, den ich gerade für das Blaue benutzt habe, und werde hier einfach nochmal die Base so ein bisschen mehr setten, weil der komische Blauton, dieser Stahl-Eisblaue, schon mehr oder weniger, der hat deutlich mehr Griffigkeit, und manchmal kann man einfach dann das Creasen, also das in die Fältchen rutschen, ein bisschen verhindern, wenn man dann eine trockene Base hat und keine klebrige Base. Also gehe ich jetzt, was habe ich gesagt, ich gehe in Affinity rein, das ist der hier, trage mir den erstmal in der Mitte auf und guck mal, wie weit ich den nach vorne setze, und dann gehe ich in den vorderen Bereich rein. Und entweder toppe ich den einfach mit dem anderen Farbton in Reveal, oder ich setze Reveal nach vorne so ein bisschen mehr hin. Da sieht man auch, die passen gut zueinander. Wird wirklich so ein bisschen monochromatisch einfach. Also wirklich ein Farbton. Ich finde, diesen hier, der hat so einen schönen Silbereffekt drin. Also der ist bläulich, sehr krass blau, aber der hat deutlich irgendwo einen Silberton als Schimmerpigment drin. Und ich glaube, das passt eigentlich immer ganz gut. So, und jetzt gehe ich mit Reveal. Ich glaube, den nehme ich aber einfach mal mit dem Pinsel auf, wenn ich noch einen sauberen habe. Ja, wenn man öfter, ne, sich schminkt, beziehungsweise jeden Tag eigentlich sich schminkt, irgendwann hat man einfach keine Pinsel mehr, die irgendwo sauber sind. Und jetzt gehe ich einfach, ich habe hier einen noch gefunden, den nehme ich meistens eigentlich für das untere bewegliche Lid und gehe jetzt hier vorne hin und trage mir den Reveal auf. Gucken, ob der funktioniert, beziehungsweise ich glaube, den sprühe ich mir einmal so ein bisschen an, beziehungsweise, ja doch, ich glaube, ich kriege das hin, ne, ansprühen. Das ist nur normales Wasser drin und macht den mir so ein bisschen feuchter. Dann klebt er ein bisschen besser. Und ich glaube, dann lässt er sich deutlich besser auftragen, weil der ist schon eher trockener von der Konsistenz her. Und dann kriegt man einfach nochmal einen Tacken mehr Pigment rüber, als wenn man jetzt irgendwie eine trockene Base drunter hätte. Sieht man da überhaupt einen Unterschied? Ja, man sieht, dass der deutlich weißer ist, dieser Reveal. Und deutlich mehr, ne, da, Strahlkraft irgendwo hat, als der andere Ton. Und den nehme ich jetzt nochmal mit dem Finger auf, tupfe ihn mir jetzt einfach an die Stellen nochmal hin und habe einen seichten, sanften Übergang. Man sieht noch nicht mal so einen krassen Übergang, finde ich. Also im Fändchen wirkt der deutlich weiß. Hier auf meinem Augenlid, jetzt einfach mit dem anderen kombiniert, wirkt der nicht mehr ganz so doll weiß. Also da sieht man wirklich, das ist ein Blauton, der ist ein heller Blauton, aber kein so krass heller Blauton. Man sieht, man sieht es, aber es ist nicht so der Unterschied, wie ich jetzt gedacht hätte. Am Anfang. Also man hat schon das Gefühl, dass das einfach nur ein Blauton mit Weißanteil ist und das ein Blauton mit Silberanteil. Ich gehe jetzt in den paar, in den dicken, groben Pinsel, noch großen Pinsel nochmal rein, in Hidden, und verblende so ein bisschen einfach die Kanten und auch hinten wieder rein, um hier nochmal einen schöneren, dezenteren Übergang zu haben. Wirklich jetzt auch mit einem kleinen Pinsel, mit einem kleinen Spiegel, damit ich sehe, ob ich da den Übergang richtig getroffen habe und sehe wirklich, was ich da gemacht habe. Also man sieht deutlich den Übergang, beziehungsweise man sieht deutlich, dass das ein anderer Farbton ist, aber ich hätte mir dann noch mehr Unterschied zwischen den einzelnen Farben erwartet, und er ist glänzend, aber er ist jetzt auch nicht so krass glänzend. Also der Inner Corner Ton, ich hätte mir heller gedacht, muss ich mal ehrlich gestehen, und leuchtender irgendwo. Ist jetzt aber gar nicht ganz so leuchtend, wie ich den erwartet hätte. So, andere Seite. Welche Spielchen machen wir da? Wir machen hier hinten Magnetic hin und gehen dann in der Mitte bzw. in den Inner Corner in Tempting rein, sodass wir dann auch einfach irgendwie, ja, so einen einheitlichen lila Blauton irgendwo drauf haben. So, das ist der. Ist dann du? Nee, der ist ein deutlicher lila Ton. Der shiftet auch nicht. Hey, Kamera. Der shiftet auch nicht irgendwo hin, sondern das ist wirklich ein deutlicher Standard lila Ton. Nicht Standard-Lila-Ton, aber deutlich irgendwo lila, lila-mäßig. Und wirklich ein schönes, dunkles Nachtlila irgendwie. Und den gebe ich mir jetzt einfach hier hinten auf. Da sieht man es auch, der leuchtet. Ist also nicht tot irgendwo, sondern der hat wirklich eine schöne Leuchtkraft und einen deutlichen lila Unterton. Eine schwarze Base, das sieht man immer, wo man die so ein bisschen aus, so
so ein lila, dunkle, schwarze Base irgendwo, aber nicht so krass schwarz. Also da ist wirklich ein lila Base, lilaliche Base, anstatt jetzt so eine krasse schwarze Base, wie viele von diesen dunklen Tönen einfach irgendwo haben. Und jetzt gehe ich weiter in Tempting rein, das ist dieser hier. Der hat, wie ihr seht, so einen leichten Duochrom-Effekt. Jetzt keinen krassen Duochrom irgendwo, aber einen leichten Duochrom und den trage ich mir jetzt hier vorne hin. Seht ihr das? Die vermischen sich auch schon fast miteinander. Interessant. Sehr interessant. Hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Ich habe ja meine Finger immer sauber gemacht. Und die beiden Farben vermischen sich auch schon fast ineinander, sodass man irgendwo nur einen Farbton auf dem Auge hat. Man sieht auch hier wieder den Übergang. Aber man sieht ihn weniger krass und der ist weniger oder sehr viel dunkler, der Tempting-Ton, als ich den erwartet hätte. Es gibt ja so einen ähnlichen in der Botanicals-Palette. Der hat deutlich mehr Goldanteil drin. Der hat hier, finde ich, mehr irgendwo in dieses Silberne rein. Gefällt mir. Hätte ich jetzt aber nicht so dunkel erwartet. Ja. Ne? Deswegen ist es immer schön, wenn man einfach verschiedene Sachen irgendwo testen kann und verschiedene Sachen auch einfach irgendwo ausprobieren kann. Denn nicht jeder Ton kommt so rüber. Ich gehe jetzt nochmal in die dunklen Farben nochmal rein, beziehungsweise meine Crease in meine Außenfarbe rein, um da den Übergang so ein bisschen mehr zu schaffen. Ja, Smoky Eye ist auf jeden Fall gegeben. Und wenn ich jetzt so in den Spiegel gucke, beziehungsweise einfach meinen Spiegel vor mir nehme, sehe ich auch deutlich den lila Anteil in dieser Farbe. Aber ich weiß gar nicht, ob der auf dem Auge so krass rüberkommt. Und ich habe jetzt einfach mal extreme Smoky Eyes mit beiden Varianten kreiert. Der ist deutlich mehr blauer und der ist deutlich einfach mal lila geworden. Ja, ne? Kann man machen. Kann man machen, muss man nicht machen. Ich finde es toll. So, einmal Pinsel weg, damit mir die jetzt nicht im Weg liegen. Jetzt mache ich hier die Seite einmal mit ein bisschen Wasserspray sauber und gehe hin und mache meine Base vorab und dann geht's weiter. Wische mir einmal auch so ein bisschen den Concealer, beziehungsweise nicht den Concealer, den Primer, meinen Augenprimer, so ein bisschen wieder weg und mache dann wirklich erst meine Base. Also die beiden Seiten sind krass dunkel geworden und ich hätte jetzt nicht erwartet, dass da so ein krasser Unterschied einfach von den Farben irgendwo sind und dass man die auch so krass sieht. Also das ist, ne? Ich hatte gedacht, das wird einheitlicher, auch wenn man unterschiedliche Farben benutzt hat. Ist es aber nicht geworden, ist einfach auch nicht schlimm, aber man sieht einfach, dass man wirklich auch mit der Palette deutlich andere Looks rausholen kann und vielleicht auch das Monochromatische, was man jetzt so gerade in diesem unteren, ich mach mal so, in dem unteren Bereich hatte, dass das Monochromatische gar nicht so ganz so monochromatisch ist, sondern auch wirklich, beziehungsweise ne, ein Einheitsbrei, sondern auch wirklich unterschiedliche Looks damit irgendwo kreiert werden können. Also, wie man es so gerne haben möchte, beziehungsweise, ne? Ich nehme jetzt einmal hier den Professional. Ich versuche da noch was rauszukriegen, weil das ist ja ein Produkt, was ich liebend gerne aufbrauchen möchte. Gehe jetzt einfach hier vorsichtig rein. Beziehungsweise vorsichtig ist das nicht, aber so kann man einfach, wenn man die Tube nochmal zusammendrückt, einfach ein bisschen einfach da oder, ne? Dann kriegt man noch irgendwo was raus. Und das gehe ich mir jetzt einfach so ein bisschen über meine T-Zone, da wo ich so ein bisschen vergrößerte Poren habe. Ich finde, man merkt den Unterschied schon, dass dieser Professional ein bisschen weniger die Öle schneller durchlässt. Am Ende des Tages sehe ich immer gleich ölig aus, zumindest wenn ich mich nicht abpuder zwischendurch. Aber die Öle bleiben ein bisschen länger gebändigt und man wird nicht ganz so schnell ölig. Dafür hat man halt so eine glitschige Fassade, so ein bisschen einfach dieses glitschige Filmchen darüber, so ein bisschen silikonartig, so heißt das. Und ist nicht schlimm, ist nicht weiter schlimm, man muss das halt nur wissen. Und heute gehe ich einfach mal in die Foundation Solo rein. Ich trage die ja sonst eigentlich immer mit einer Kombination auf. Ich nehme jetzt einfach mal hier so ein bisschen auf und gehe einfach mal Solo in die Foundation rein. Das ist die Matte Base von Max & More, die möchte ich eigentlich dieses Jahr so schnell wie möglich aufbrauchen. Da ist auch, also ich muss schon wirklich so reindrücken, damit ich da noch irgendwie was rauskriege, gar nicht mehr so viel drin. Und schauen wir einfach mal, dass ich die so schnell wie möglich einfach aufgebraucht kriege, weil ich hoffe einfach, dass jetzt ohne die zu mischen auf meinem Gesicht passt. Ich habe jetzt so einen dicken, fetten Beauty-Schwämmchen dabei und klopfe die mir einfach in mein Gesicht rein.
Im Winter kann ich die nämlich nicht solo tragen. Im Winter muss ich die mir immer wieder mit einer anderen Foundation mischen. Und hoffe jetzt einfach, dass ich braun genug geworden bin, durch die paar Sonnenstrahlen, die wir bis jetzt alle hatten, dass das irgendwo funktioniert und dass das besser funktioniert und ich die jetzt einfach solo auf meinem Gesicht benutzen kann, sodass sie dann auch einfach schneller leer geht. Vielleicht auch die Foundation ist, die ich jetzt in den Urlaub mitnehme. Ich weiß es noch nicht. Oder ich bleibe einfach bei meiner Delia BB Cream, die ja total gut bei mir einfach funktioniert und super schnell ist und ich noch nicht mal irgendwie ein Schwämmchen brauche, um sie einzuarbeiten. Das bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich hätte vielleicht auch vorher einfach nochmal ein bisschen meinen Under Eye Brightener benutzen können. Hätte ich. Habe ich aber vergessen. So, einmal eintupfen, anklopfen, gucken, dass ich nicht irgendwie komische Stellen habe. Ja, am besten auch den Spiegel vielleicht ein bisschen so halten, den kleineren, dass ihr mich auch nachher noch seht und ich nicht den Spiegel so halte. Ist übrigens immer noch das Typische, weil ich hatte ja früher eine sehr starke Sehschwäche und ich habe ab dieser ab da ungefähr gesehen, beziehungsweise nicht mehr gesehen. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass das einfach so ein bisschen drin geblieben ist. Dass ich einfach besser sehe oder beziehungsweise das Gefühl habe, besser zu sehen, wenn ich den Spiegel direkt an meine Nase halte. Ist natürlich für euch immer ein bisschen doof. Einmal hier drüber. Euch ein bisschen doof. Und versucht das dann auch extra mit dem Spiegel, der weiter weg ist, so ein bisschen in Zaun zu halten. Aber manchmal passiert das irgendwie doch noch. So, ich hoffe, ich habe alles angeklopft, eingearbeitet. Ein bisschen vorsichtig. Haaransatz einfach wieder ein bisschen retuschieren, wenn man da ein bisschen zu weit reingekommen ist. Bei blonden Haaren ist das nicht ganz so schlimm. Da funktioniert das ganz gut noch mit der Foundation. Geht trotzdem nochmal in den Under-Eye-Brightener rein. Und trage mal den hier noch so ein bisschen auf, bevor ich den Concealer jetzt verwende. Um hier wirklich meine hellste Stelle zu haben. Versuche, den nicht ganz so weit nach unten zu ziehen, auch wenn ich da immer mal wieder hinkomme. Und auch wirklich nur vorsichtig an den Stellen zu tupfen, wo ich wirklich die Helligkeit drin haben möchte und gar nicht jetzt so über die restlichen Stellen gehen. So, und jetzt kommt mein Concealer. Ja, wie immer, ne? Also ich möchte ja wieder so einen Concealer aufbrauchen und ich bin dann auch wirklich eine, ich brauche nicht jede Woche einen Concealer wechseln, wenn der vollkommen in Ordnung ist, beziehungsweise für mich funktioniert, dann kann ich dann auch wirklich aufbrauchen. Ich bin jetzt keine, auch die viele Face-Produkte irgendwo extrem oft wechselt. Also für mich, wie auch schon öfter erwähnt, Lidschatten sind so mein Ding, auch wenn viele jetzt einfach sagen, ey, Lidschattenpaletten sind out, Lidschattenlooks sind out, für mich ist das nichts. Also für mich, ich liebe verschiedene Konsistenzen auszuprobieren. Ich liebe es, mich da irgendwie mit denen zu spielen. Wenn ich Zeit habe natürlich, wenn ich keine Zeit habe oder einfach im Urlaub bin, liebe ich es auch einfach, wenn es dann schnell geht. Aber so, wenn ich jetzt auch am Wochenende, ich sitze immer da und gucke und kontrolliere und mache und tue, mache dann schon mal Fotos, versuche Paletten zu reviewen, wie jetzt zum Beispiel die Clarity Cosmetic, die ich jetzt am Wochenende nochmal zu Ende benutzt habe, um euch dann auch wirklich, da ist ein bisschen Blauanteil drin in meinem Concealer, aber dann auch wirklich euch sagen zu können, was toll ist, was nicht toll ist. Also ich bin da jetzt keine, die jetzt sagt, ich mache das nur für YouTube, sondern ich trage diese Looks bis abends durch, auch wenn ich manchmal bescheuert aussehe oder einfach jetzt mit zwei unterschiedlichen Augen rumlaufe, gehe jetzt hier wieder hin und ziehe den einmal nach oben, sodass ich hier eine harte Kante habe, härtere Kante habe. Nicht so hart, wie wenn man jetzt irgendwie einen Klebestreifen aufsetzt, aber schon hart. Und man hat ja auch gerade gesehen, man kann hier, da oben seht ihr das, glaube ich, den Blauanteil einfach wieder wegmachen. Also wenn man da einfach dann vorsichtig nochmal runterwischt, hat man dann diesen Blauanteil an der Stelle wieder weg, den man dann vorher irgendwie doof dahin gewischt hat. Und man kann natürlich auch nochmal hier irgendwo korrigieren und dann nochmal mit dem restlichen Concealer, der dann noch auf dem Schwämmchen drauf ist, die Seiten kontrollieren bzw. korrigieren und auch wieder ein bisschen was hinführen. Ja, also ich bin wirklich eine, die trägt ihre Looks auch durch. Also ich bin jetzt keine, die jetzt sagt, ich nur weil zwei unterschiedliche Augen da sind, schminke ich mich jetzt nach diesem Video ab. Nein, ich laufe da wirklich bis abends rum. Mich stört es auch nicht. Mich stören auch nicht die blöden, doofen Blicke dann. Oder, was man dann auch zwischendurch öfter mal dann kriegt. Oder, Von kleinen Kindern, die einen den Beauty-Kanal dann schon schauen, beziehungsweise die Shorts schauen, kriegst du dann auch immer so doofe Kommentare. Na, was macht dein Kanal? Ja, ist halt so.
ist halt so, ist aufwachsen im Dorf. Da wird man auch schon populär, wenn man irgendwie 2000 Abonnenten hat und die Kinder dann untereinander darüber lästern, wie die Erwachsenen sind. Das ist immer ganz niedlich. Muss man halt abkönnen. Und in einem Dorf wird man halt schneller gesehen und auch schneller verurteilt zum Teil als in den Großstädten. In den Großstädten, das ist der Vor-, aber auch der Nachteil, ist man halt längere Zeit nicht sichtbar und geht in der Masse unter. In so kleineren Dörfern wird das natürlich schneller beäugt, belästert, als jetzt so in diesen großen Sachen. Muss man damit umgehen, muss man wissen. Ich habe zu meinen Kindern auch immer gesagt, also wenn euch das stört, wenn euch das peinlich ist, sagt es mir, dann mache ich es anders. Dann gibt es halt ein paar Dinge einfach nicht mehr, die dann nicht so offensichtlich sind, wie jetzt zum Beispiel Shorts, weil das sind ja die Dinge, die die Jugendlichen schauen, dann wird es halt die nicht mehr geben. Ne, wenn die dadurch irgendwelche Nachteile erfahren, dann habe ich halt Pech gehabt, dann muss ich damit aufhören. So sehe ich das zumindest, so ist meine Devise. Ich bin halt für meine Kinder primär da. Ich mache das natürlich liebend gerne. Ich möchte das auch gerne irgendwann, wenn es dann mal soweit wäre, als vollständigen Beruf haben. Man träumt ja da so ein bisschen von, man darf ja auch immer noch träumen. Und das wäre so natürlich mein Wunsch. Aber wenn meine Kinder dadurch einen Nachteil haben und wenn dadurch einfach gehänselt, gelästert, gemobbt wird, dann muss ich damit aufhören. Dann muss ich zumindest die Teile aufhören, die meine Kinder dann irgendwie als Nachteil sehen. Ich gehe jetzt hier einmal in den Mood Boost Bronzer von Kigo rein und bronze einfach mein Gesicht so ein bisschen an den Seiten. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht, was ich berichten soll. Mood Boost Bronzer geht gut weg. So sieht er aus. Im Moment bröckelt der auch nicht. Wenn der bröckelt, kommen die Bröckel weg. Kann ich nicht ab. Besonders wenn er das irgendwie dann im Schoß landet oder irgendwo auf dem Boden landet oder im Waschbecken, dann sind die Dinger ganz schnell weggespült. Man muss, beziehungsweise ich habe das festgestellt, dass es einfach besser ist, wenn man dann einfach von außen nach innen so ein bisschen die Farbe versucht aufzunehmen. Also so. Super. So. Und nicht einfach rumswirlt, weil beim Rumswirlen finde ich immer, dass dann noch mehr Partikel abbrechen und dann einfach das noch irgendwo nerviger ist, beziehungsweise dass dann einfach der Bronzer ja schneller irgendwo kaputt geht. Ich muss mich wirklich dran erinnern, ich muss dann in die Mitte so ein bisschen einfach den Pinsel reinwuseln und dann geht das. Und dann bis jetzt ist auch nichts wieder richtig krass abgebrochen. Wird natürlich, wenn die Ecken einfach wieder total dünn sind und wenn halt nichts mehr geht, dann kommt da weg. Das ist immer so meine Devise. Also da ist es mir auch vollkommen dann egal. Dann habe ich halt Pech gehabt. Dann kann ich ihn halt nicht komplett aufbrauchen. Also besser ein nicht genervtes aufgebraucht haben, als ein genervtes aufgebraucht haben, weil man versucht hat, jeden kleinsten Fissel da rauszuholen. So, einmal hier überall so ein bisschen gebronzt. Auch am Hals, damit der Übergang einfach einen Tacken schöner ist zwischen den Teilen, wo man Foundation trägt und wo man keine Foundation trägt, auch nochmal in die Haare rein. Also der ist wirklich aufbaubar, so wie man sieht. Also ich bin da wirklich die ganze Zeit drin und versuche die ganze Zeit, meinen Bronzer so ein bisschen aufzubauen und das rauszuholen, beziehungsweise auch so weit den Dunkel zu kriegen, wie ich das gerne möchte. Ja, ich glaube, das geht jetzt einigermaßen. So, Blush habe ich mir jetzt keinen weiteren rausgesucht. Ich gehe jetzt wieder in die Cheek Parade dann rein von Huda? Nein, Quatsch, von Benefit ist die. Bisschen kühler. Ich gehe erstmal in Dandelion rein. Gucken, ob der mehr genug ist. Ich hätte natürlich jetzt auch schön irgendwie einen anderen kühlen Blush mit reinnehmen können. Habe ich aber jetzt komplett vergessen. Ich war nur konzentriert auf die Palette, weil ich einfach mir überlegen musste, beziehungsweise überlegt habe, welche Looks ich da heute erstmal mit kreiere. Ich weiß nicht, wenn ihr die nochmal sehen wollt, vielleicht den oberen Teil, dann sagt mir bitte Bescheid. Ansonsten mache ich das am Wochenende und kann euch dafür nächste Woche dann eine vollständige Review geben. Und ansonsten, ne, wisst ihr Bescheid, dann gibt es morgen wieder eine weitere andere Palette. Welche das wird, weiß ich noch nicht. Müsste ich gleich mal gucken. Aber wenn ihr die gerne nochmal sehen wollt, dann sagt mir bitte Bescheid. Dann gehen wir oben die nächste Runde im Prinzip in die oberen Farben rein, um zu schauen, was man da irgendwo kreieren kann. Man kann also einmal richtig geil in so einen silbernen Look irgendwo reingehen. Man kann was in dieses rötliche, orangige reingehen. Also man hat einige Sachen, die man hier auch noch, nicht orangige, aber
Bordeaux-artige so ein bisschen reingehen. Also man kann hier auch noch wirklich viel rausholen aus der Palette, wo man jetzt so gar nicht dran gedacht hat, beziehungsweise in die Richtung bin ich ja heute einfach nicht gegangen. Jetzt gehe ich in den Mary Luminosa rein als meinen Highlighter-Ton und setze da irgendwo so einen kleinen Highlight irgendwo. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass die Highlighter sehr bei mir irgendwie nicht mehr ganz so zur Geltung kommen, wieso auch immer. Also ich dippe da schon richtig rein. Man sieht den Highlight-Effekt schon. Aber wenn ich da einmal vorsichtig mit meinem Blush nochmal um die Kanten drüber gehe, ist der schon fast wieder weg. Wieso, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es aber auch einfach jetzt an mir, dass man im Sommer einfach einen Tacken mehr Highlight tragen möchte als jetzt gerade im Winter. Oder einfach die Dinger dann doch irgendwo schon alt werden und dann einfach nicht mehr so gut auf der Haut halten. So, einmal so ein bisschen drüber. Jetzt habe ich hier nämlich noch einen leichten Highlight, aber auch nicht mehr ganz so krasse. So krass. Ja, das ist schon mal der erste Teil, beziehungsweise jetzt geht es noch weiter mit dem unteren Wimpernkranz. So heißt das Ding. In den Ton, in die Farbe möchte ich jetzt, wir haben hier zwei sehr, sehr helle Töne. Ich glaube, der wäre aber mir einen Tacken zu dunkel. Und vielleicht geht der noch. Da ist nämlich noch mehr Weißanteil drin. Das ist der Crave-Ton. Den setze ich mir, glaube ich, jetzt einfach in den, guck jetzt gerade, das ist dieser Fliederton, so Rosé-Flieder, einfach jetzt als Inner-Corner-Ton, als matten Inner-Corner mal. Ist nämlich auch immer eine schöne Variante, um nochmal irgendwie eine andere Farbe vielleicht mit reinzubringen, aber auch um den Look doch nochmal interessanter zu machen. Und sieht man nämlich auch, kann die Palette was, ist die pigmentiert oder ist das wirklich nur ein Ausblendton mit wenig Eigenfarbe? Und hier sieht man richtig schön, das ist auf jeden Fall ein Ton, der auch ein helles Häutchen irgendwo im Inner Corner tragen kann. Ich sehe den deutlich. Ich weiß nicht, wie deutlich ihr den jetzt seht. Damit kann man auf jeden Fall was machen. Man könnte hier natürlich den auch noch so ein bisschen einfach nach oben ausblenden. Kann man gleich mal machen. Hier, den Crave-Ton. Und hier nochmal so ein bisschen hinsetzen, um vom Blau so ein bisschen mehr in dieses Pinkige zu gehen oder in dieses Rosafarbene zu gehen. Und aber auch hier unten drunter, um einfach mal so Richtung matten Highlighter-Ton, sich den dahin zu setzen. So, jetzt muss ich zurückgehen noch einmal in den hier, in den bläulicheren und hier hinten nochmal so ein bisschen verblenden. Ich habe jetzt nichts weiteres drauf, aber ich glaube, das könnte man nämlich auch ganz gut machen. Ist eine andere Herangehensweise, ist eine andere Sache. Boah, mein Fuß ist eingeschlafen, wie immer. Muss man nicht, kann man aber machen. So, unterer Wimperkranz geht noch weiter. Ich suche jetzt gerade den Pinsel. Gehe jetzt zuerst in Shadow rein und trage mal den vorsichtig einfach auch nur mit der Spitze hier vorsichtig auf. Und ich bin da wirklich nur reingetupft. Also da sieht man wirklich, da ist der Anteil da. Da kann man auf jeden Fall was mitmachen. Ich habe so ein bisschen Angst vor Eclipse. Das ist dieser schwarze mit den deutlich vielen Glitzerpartikeln drin. Den möchte ich aber trotzdem vielleicht gleich einfach, kann man den so aufnehmen? Ja, man sieht das Glitzer. Ich nehme jetzt mal meinen Spiegel zur Hand und trage mir den nochmal hier hinten. Tupfe den mir nochmal auf, um da nochmal so ein kleines Highlight bisschen zu setzen. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich habe gerade deutlich nochmal so ganz leichte Schimmerpartikel gesehen. Ich glaube, wenn man sich den, und man sieht auch nochmal den Unterschied zwischen Eclipse und zwischen Shadow, der hat deutlich mehr Schwarzanteil drin, der Eclipse. Und das sehr, sehr viel dunkler. Ich habe jetzt einfach hier nochmal, also das bisschen, was ich hier auf meiner Pinselspitze habe, nochmal nachher unten weiter geblendet. Und ja, der hat Wumms. Und gehe jetzt hier nochmal in den, obwohl ich könnte hier jetzt auch einfach nur sauberen Pinsel nehmen und gehe jetzt in den helleren, in den Attract rein, in diesen hier. Und blende den mir jetzt einfach mal zusammen. Und da ist er. Und setze den mir erstmal primär nach vorne. Und dann blende ich den nach hinten so ein bisschen zusammen. Ja, ich glaube, ihr habt es auch stauben gesehen, weil ich da jetzt einfach sehr viel fester mit reingegangen bin mit dieser Pinselart, als ich das jetzt wollte. Aber da sieht man auch, der hat wieder einen deutlich mehr Blauanteil als jetzt der andere Ton, als jetzt der Fliederton. Aber auch ist deutlich, ich zeige es euch einfach mal, das ist Attract, das ist Intuition, den ich benutzt habe. Man sieht also deutlich den Unterschied zwischen den einzelnen Farben. Auch auf dem Auge kann man einfach den hier mit dem nochmal weiter ausblenden. Hier oben zum Beispiel.
wenn man das jetzt nochmal ein bisschen höher ziehen möchte. Und dann hat man nochmal einen schöneren, seichteren und sanfteren Übergang irgendwo. So, andere Seite. Das reicht mir jetzt schon hier unten. Wenn ich da gleich nochmal ein bisschen mit Leine arbeite, sieht man auch nicht, dass da einmal ein bisschen zu viel Farbe aufgekommen ist. Und jetzt geht es in die Seite rein. Sehe ich irgendwo schon ein Creasing? Bis jetzt sehen die sehr, sehr glatt aus, die Augen. Also manchmal sieht man einfach schon sofort, ob so ein Lidschatten creased oder ob der Lidschatten einfach sehr lange auf der Haut bleibt. Bis jetzt sehe ich einfach nur, dass, also ob sich da irgendwelche komischen Fältchen bilden. Bis jetzt bleibt das komplett glatt und das ist schon mal sehr, sehr gut. Im Innenwinkel werde ich den Ton, werde ich den Reveal-Ton jetzt nochmal ansprühen und den auch im Innenwinkel tragen oder reinpacken. Ich nehme jetzt dafür einfach die Kappe, nehme hier Wasser auf, tupfe das Wasser, den Pinsel aber nochmal hier vorne so ein bisschen ab, damit ich nicht zu viel Feuchtigkeit habe und gehe jetzt wirklich in den Reveal-Ton rein und trage mir den mit so einem, ich glaube eigentlich Lippenpinsel, im Inner Corner auf. Manchmal wirken solche Töne im Inner Corner deutlich anders als irgendwie auf dem beweglichen Lid, weil da einfach das Licht sich nochmal anders bricht. Dann wirkt nämlich manchmal einfach dieser Ton oder aber auch die anderen Töne nochmal ein bisschen anders und wenn man sich die nochmal so ein bisschen mehr schichtet und einfach mit einem feuchten Pinsel aufgetragen hat, da sieht man auch, dann wirkt er, finde ich, einen Tacken heller als jetzt auf meinem beweglichen Lid. Ich hätte mir den aber nochmal mit mehr Strahlkraft erwartet. Also ich habe ja gestern oder die letzten Tage die Clarity Cosmetics Palette getragen und da war ja auch so ein krasser, so ein bisschen mehr crumbliger Ton drin. Also der ist hier jetzt deutlich glatter irgendwie von der Oberfläche und der hatte sehr, 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 sehr viel mehr Leuchtkraft als dieser hier. Man muss es wissen, man muss sich ja auch bewusst sein, wo dann die Unterschiede irgendwo sind. Aber das ist einfach das, was ich herausgefunden habe, beziehungsweise euch auch sagen kann. So, ich gehe jetzt einfach nochmal in Hidden rein, das war ja der Blauton. Trage mal den jetzt hier unten auf. So, und ich glaube, der reicht mir schon an dunkler Farbe. Gehe vielleicht im Außenwinkel nochmal in Moonlight rein. Aber da sieht man auch, also manchmal wirken die Töne deutlich unterschiedlich. Am unteren Wimperkranz wie oben. Und jetzt gehe ich hier nochmal in, nicht Moonlight, Midnight rein. Und verbinde einfach so ein bisschen den oberen Teil meines Looks mit dem unteren Teil. In welchen ich jetzt noch nicht reingegangen ist, ist Cultural. Also der kühlere, gräulichere Ton. Was ist das für eine... Was ist deine Lieblings-Lidschattenpalette? Das ist eine gute Frage. Also ich habe so viele in letzter Zeit einfach an geilen Lidschattenpaletten ausprobiert. Lieblings-Lidschattenpalette. Im Moment, ich glaube, switcht das so zwischen den Neutrals und der Botanicals geraden Palette. Aber auch, ich habe einige von, wie auch schon ganz häufig erwähnt, von Glam Shop, wo ich einfach total dran hänge. Aber ich glaube, die Neutrals, die ist so, ne, kann ich jeden Tag benutzen, würde ich auch jeden Tag benutzen, wenn es irgendwie geht, beziehungsweise kann man einfach. Ich nehme jetzt hier den NYX Epic Liner in Silber und trage den mir jetzt in der Wasserlinie auf. Wie der jetzt richtig heißt, weiß ich nicht. Ich glaube auch irgendwas mit Silver Lining. Trage mir den jetzt einfach in der Wasserlinie auf. Also es ist echt schwierig, da jetzt irgendwo ein Ranking zu haben, was ich jetzt richtig geil finde. Also für mich sind einfach Lidschattenpaletten total genial, wenn die so viele verschiedene Texturen drin haben, wenn ich mit denen einfach viele Looks kreieren kann, wenn ich die aber auch zum Teil einfach jeden Tag nutzen kann, ohne dass mir die langweilig werden. Also wirklich Abwechslung brauche ich in der Lidschattenpalette, ich brauche Texturen, ich brauche aber auch gute matte Töne, ich brauche aber auch gute Schimmertöne, die einfach irgendwo für mich Abwechslung bieten. Also so eine richtige extreme Lieblingspalette, glaube ich, habe ich nicht. Ich habe von Glam Shop, sind, glaube ich, meine Lieblingsschimmerlidschatten, weil die einfach so viele unterschiedliche Texturen haben. Und gerade was jetzt in dem Single-Lidschattenbereich angeht, sind die einfach genial. Dafür mag ich bei Glam Shop einfach die matte Textur nicht. Odin's Eye, auch mega.
Also ich kann auch nicht mal sagen, welche Brand ich einfach total toll finde, weil es einfach so viele krasse, gerade in dem Indie-Bereich, Make-up-Brands gibt, die einfach durchgestartet sind in der letzten Zeit. Cosmic Brushes, Cosmic Beauty mit dem hier jetzt. Also, ne, da sieht man richtig, die können was, die haben was, die haben immer die Color Story, die einfach total anzieht. Also da wüsste ich noch nicht mal, was ich dazu sagen soll. Drogerie, Lieblings-Lidschattenpalette ist, glaube ich, die Le Celestial. Die Celestial von Cosmic Brushes. Nein, quasi nicht, von Gender X Beauty. Die letzte mit Alicia Marie. Weil die einfach geile Schimmertöne hat. Bis auf den einen, den ich halt nicht so gerne mag, diesen grünlichen, der jetzt eher so Richtung Satin-Finish ist. Aber ansonsten hat die geile Schimmertöne drin. Die hat aber auch so simple, easy-going matte Töne drin. Das wäre, glaube ich, jetzt, was ich Drogerie sagen würde, was mir direkt einfallen würde, was ich aber auch in letzter Zeit einfach gebraucht habe oder benutzt habe. Die matten Töne haben genial funktioniert. Die matten Töne lagen wirklich auf dem Auge und haben... also nicht die Lagen auf dem Auge, die haben sich einfach wie ein Traum verblenden lassen. Man konnte jeglichen matten Ton miteinander kombinieren, man konnte jeglichen matten Ton aber auch solo tragen und hat einfach wirklich wunderschöne, eher schon Richtung Herbst-Lidschatten-Looks gekriegt. Also das würde ich sagen, ist meine, ja doch, ist meine Lieblingsdrogeriemarke, nachdem BH Cosmetics ja mehr oder weniger rausgegangen ist. Was immer ganz gut funktioniert, ist die neutrale Standardvariante von Catrice, ist aber jetzt auch, ne, also Catrice hat geile Farben zum Teil, geile Schimmerfarben. Bei denen ist aber immer das Problem, dass man diese matten Farben halt nicht so extrem gut benutzen kann. Manchmal, gerade was jetzt die dunklen Farben angeht, blenden die sich weg und dann hat man eine Palette da, die wo man nur die Hälfte von nutzen kann. Egal ob im Standardsortiment, aber auch in diesen ganzen LE-Produkten. Ja, also wozu ich auch immer noch relativ häufig greife, aber auch eigentlich nur wegen dem Inner Corner Ton, ist zum Beispiel die Rival Loves Me Palette, die Mini-Palette aus dem letzten, was war das, Weihnachtssortiment. Diese ganz, ganz kleine Palette. Die ist einfach total geil, was die Inner Corner Töne angeht. Das ist nicht die meistleuchtende Palette, das ist hier diese, die in komplett Glitzer war. Aber die hat so schöne Inner Corner Töne, die einfach nochmal so ein bisschen Strahlen in jeden Look reinbringen. Da habe ich echt schon einen dicken, fetten Dip drin, nur weil ich die einfach benutze, wenn mir irgendwie was fehlt. High-End habe ich gar nicht so viel, muss ich mal sagen. High-End ist für mich eher Indie. Also was ich gebe lieber, anstatt dann irgendwie eine High-End-Marke, High-End-Brand zu probieren oder eine High-End-Marke wieder da in meiner Schublade liegen zu haben, Richtung Indie-Markt. Und da gibt es so viele unterschiedliche Sachen. Manchmal möchte ich einfach, dass ein Lidschatten von morgens bis abends hält und dass der dann auch wirklich abends noch genauso strahlt und genauso leuchtet, wie er am Anfang des Tages gemacht hat. Manchmal möchte ich einfach einen Shifty-Lidschatten, wo ich weiß, dass der vielleicht nicht den ganzen Tag hält, aber schon eine recht lange Zeit auf dem Auge. Manchmal möchte ich einfach einen neutralen Look haben und dafür gibt es halt so viele unterschiedliche Paletten, die unterschiedliche Sachen machen. Günstig ist immer Glam Shop. Glam Shop ist halt, ne, preistechnisch einfach nicht zu schlagen. Gerade wenn die jetzt irgendwie ein krasses Angebot haben, dann kriegt man eine Lidschattenpalette für weniger als 20 Euro. Manchmal auch nur 15, 13, 14, 12, 10 Euro, wo man einfach sehr viel rausholen kann. Aber auch Single-Lidschatten für 1,50 Euro oder so, die jetzt aber deutlich besser sind als irgendwie Drogerie. Und ja, man muss halt wissen, was man gerne möchte. Und jeder Tag ist für mich neu, gerade was Lidschatten angeht. Und ich nehme jetzt hier, das ist der von Max & More. Ich habe gestern versucht, den von Real Hurt zu benutzen und bin wieder zu meinem Max & More gegangen. Weil der einfach so total schön simpel aufzutragen ist, der Lidschattenstift. Man muss halt nur wirklich sagen, der ist sehr, sehr weich. Der nutzt sich schnell ab. Aber dadurch, dass der einfach so eine schöne große Fläche mal eben schnell mit Farbe betupft und noch nicht mal irgendwie streifig wird oder so, ist der einfach genial für mich. Ich liebe den. Ich werde mir den auch wieder neu kaufen. Das ist bis jetzt mit der Delia Foundation wirklich mein Best Find of Action. Und die Puder, die es da einfach immer wieder unterschiedlich gibt.
einmal hier. Wirklich, also man sieht, ich habe den gerade angespitzt und ne, da ist die Spitze schon fast wieder weg. Also man braucht relativ viel Produkt. Aber wenn das Ding halt auch nur 1 Euro kostet, weniger als 1 Euro ist das eigentlich schon. Dann bin ich da auch vollkommen mit zufrieden. Dann ist es auch nicht schlimm. Und theoretisch hat man hier sogar den Anspitzer mit dabei. Also wer jetzt irgendwie direkt über den Mülleimer seine Stifte anspitzen möchte, braucht noch nicht mal irgendwie weit suchen gehen, sondern hat den direkt da. Also Kultschulz-Palette wird nicht meine absolute Lieblingspalette sein, weil es einfach nicht mein Farbschema ist. Ich finde das aber auch mal schön, also dafür, dass es nicht mein Farbschema ist und dafür, dass ich eigentlich gar nicht so auf diese bläulichen Töne stehe, finde ich meine beiden Looks jetzt richtig, richtig gut geworden. Und das soll schon was heißen. Also das heißt bei mir auch, ne, das ist eine Palette, die gucke ich mir gerne an. Die gucke ich mir dann auch gerne an, wenn es einfach jetzt Richtung Winter Wonderland geht so ein bisschen. Dankeschön. Und dann so ein bisschen Richtung weihnachtlich, aber auch Richtung, ne, ich möchte gerne mal irgendwie was Blaues auf dem Auge tragen. Die. Bitte die. Vielleicht auch nochmal in Kombination mit ein bisschen mehr Smoky Lila, aber bitte diese hier. Kann ich jetzt schon sagen, finde ich einfach großartig. Wenn ich viel Variabilität haben möchte in meinen Looks, aber doch eher cooltoned gehen möchte, Botanicals. Botanical von Beauty Bay für 19 Euro. Bei Botanical, wie auch schon in meinem Review-Video erwähnt, fangt bitte mit der dunkelsten Farbe an, setzt sie im Außenlid und blendet mit irgendwas aus. Sonst kriegt ihr einen Schreikrampf und einen Kotzkrampf. Dann hält gerade was jetzt diese Pastelltöne angeht, nichts mehr drauf, wenn ihr mit den Pastelltönen angefangen seid. Und dann schmeckt ihr freiwillig wieder ab. Ja, aber ansonsten na, ist die genial. Die hat auch so einen ähnlichen, ich kann die mal, ich hole die gleich mal ein paar. Ich nehme jetzt einfach hier den, der ist von, oh Gott, von der Marke, ich glaube Giorgio Armani. Das ist einfach so ein bisschen ein leicht rosa Lipgloss. Ich glaube, der passt ganz gut dazu. Und so ein bisschen mehr in die rosa Richtung. Ich hole die einfach mal, die Botanicals. Botanical Palette. Habe ich noch irgendeine Palette? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ah. Und würde ich jetzt nicht zu lange brauchen, ich habe nämlich die, wie heißt sie? Die Paris-Palette von BH Cosmetic unten. Da müsste ich nämlich extra runterlaufen. Und das wäre jetzt blöd, weil die hier haben nämlich alle diesen lila Ton drin. Ne? Das ist dieser lila Shifty-Ton drin, beziehungsweise der hier hat das, der nennt sich hier Crystal, glaube ich. Das ist die Glam Shop Palette. Da sieht man auch, also das sind auch so mega geile Töne. Ne? Also der Glitzer leuchtet, der leuchtet nochmal komplett anders. Das ist eher so ein, ja, so Richtung Sauton. Und das ist halt dieser Ton, der einen lila Anteil drin hat, aber auch diesen Goldanteil. Und das ist einfach mal dieser. Der hat deutlich mehr lila Effekt als dieser hier. Und da, den habe ich nochmal so ganz ähnlich in der Botanical Palette. Das ist der Waterfall. Da ist er. Der hat aber, wenn man die nebeneinander swatcht, hat der deutlich mehr Blauanteil drin. Das ist die Botanical Palette. Die ist nämlich auch total schön. Wenn man jetzt wirklich sagen möchte, ich gehe gerne auf Cool-Toned Looks, so ein bisschen auch wirklich, wo man nicht Wham-Bam in den Augen da schminkt, sondern wirklich irgendwo eine Variante hat, wo man schöne, viele verschiedene Looks, schöne Farben damit schminken kann. Das ist nie, die hält super gut auf dem Auge, braucht man noch nicht mal ein Glitterglue oder irgendwas für. Die hat wirklich bis abends durchgehalten. Und dann haben wir jetzt hier diesen Cool-Toned-Ton von der Tempting-Ton ist das, von dieser hier. Und es gibt nochmal so einen ähnlichen Ton, der hat deutlich mehr lila Anteil, seht ihr, glaube ich. Und dann gibt es auch noch so einen ähnlichen Ton in der Lost in Paris, wie auch immer die von Beauty, BH Cosmetics hieß, die hatten auch so einen Ton. Ich fand, der von BH Cosmetics ging so ein bisschen mehr in diese Richtung, hatte aber einen anderen lila Unterton. Also da sieht man wirklich, man hat deutlich unterschiedliche Looks oder unterschiedliche Töne. Der hier ist glitzeriger, seicht glitzeriger, der von der Kultschutzpalette. Da ist er. Man kann den so ein bisschen, da sieht man auch deutlich, wie der ausgeblendet aussieht. Und man sieht auch hier immer noch den leichten Glitzeranteil. Da sieht man auch, dass der so ein bisschen bläulich glitzert, aber eine lila Base hat. Das ist der
von der Beauty Bay Palette. Da sieht man auch, das ist auch ein krasser Lilaton irgendwo da drunter. Aber der Lilaton ist sehr viel kühler als der jetzt von der Cosmic Beauty Palette. Und das ist der nochmal, der Violetti-Ton oder der aus der Violetti-Palette. Und da sieht man auch, da ist wieder ein ganz, ganz anderer Lila-Ton. Die machen im Prinzip das Gleiche. Die haben irgendwo was Goldenes dabei, zumindest diese beiden. Oder halt irgendwo eine Base und einen anderen Glimmer-Schimmer drin. Wenn man die jetzt alle sieht, hat man das Gefühl, man hätte dreimal den gleichen Lidschatten. Beziehungsweise auch unten ist nochmal halt der von BH Cosmetic. Man hätte ein paar Mal den gleichen Lidschatten, ist aber gar nicht so. Also man hat wirklich jeweils immer einen unterschiedlichen Lidschatten dabei und man kommt da auf jeden Fall nicht in die Bredouille, dass das irgendwo gleich aussieht. Also eine meiner jetzt neu getesteten super geilen Paletten ist diese hier. Cool Schulz Palette, kann ich euch auch schon mal sagen, ist qualitativ, glaube ich, sogar noch einen Tacken besser als die Neutrals Palette. Der hier hat jetzt nicht so diese ganz extrem squishy Shades drin. Selbst der Multichrome-Ton fühlt sich nicht ganz so squishy an wie der Multichrome-Ton in der Neutrals Palette. Wieso dieser hier jetzt von Gold zu Lila schiffelt, kann ich euch noch nicht mal sagen. Da sieht man das. Der ist aber super geil shifty, ne? Also da brauche ich noch nicht mal was tun. Der shiftet, sobald der Lichteinfall irgendwo anders ist. Krass, oder? Also den werde ich auf jeden Fall nochmal ausprobieren und euch dann eine Review zu geben, ob der auf meinem Auge hält. Würde ich euch aber auch empfehlen, auf einer sehr, sehr trockenen Base aufzugeben. Was haben wir hier denn noch an Schimmerlidschatten drin? Wir haben hier nochmal ein geiles, krasses Silber. Auch hier im Inner Corner diesen Silberton, glaube ich, geht ganz gut. Der ist auch eher, er ist gut pigmentiert. Er ist nicht flutschig, aber die Basis ist also nicht ganz so krass da irgendwo. Dann haben wir hier nochmal einen... Das ist der Secret-Ton, den hätte ich natürlich auch dafür gut nehmen können. Der Silber mit einem... Der hat ganz viele... Ganz, ganz viele... Wow, krass. Also, der hat nicht... Oh Gott, ihr seht das nicht. Seht ihr das da? Da. Der hat eine leicht lilane Basis. Der hat aber so viele Glitzerpartikel drin, das ist schon krass. Also der hat Silberglitzer, der hat pinken Glitzer, der hat lila Glitzer, der hat blauen Glitzer irgendwo drin. Aber ganz, ganz leicht, nicht grob, sondern wirklich nur so ganz krass. Und dann haben wir einmal Slate. Heißt der Slate? Ja. Das ist dieser Anthrazit-Goldton. Kühles Gold, Silbergold, da oben. Das sind die Farben, die Schimmertöne, die ich noch nicht benutzt habe. Und man kann natürlich auch wirklich jede Variante miteinander kombinieren. Also der jetzt mit dem hier, mit dem Look, finde ich auch total geil. Also ne, mit so ein bisschen Lila und dann diesen Ton da drüber oder aber auch den Lila und Silber. Also oder auch den Lila und Lila. Geile Palette. Man kann wirklich neutral gehen. Man kann auch bläulich gehen. Also ne, man hat in dieser Palette auch wirklich so viele unterschiedliche Looks wieder. Und das finde ich einfach klasse. Man hat immer am Anfang das Gefühl, dass so ein Ding gar nicht so viel Farbe rausholen kann. Aber wie man sieht, man kann da Farbe rausholen. Man braucht nicht unbedingt immer eine unterschiedliche Farbfalllinie. Und das hat Cosmic Beauty oder Cosmic Brushes einfach mal gezeigt, dass es wirklich unterschiedliche Sachen gibt. Genauso auch wie bei der Cosmic... bei der Neutrals Palette würde ich empfehlen, sucht euch einen matten Crease-Ton aus und bleibt dabei. Man kann natürlich wirklich krass gehen und sagen, das und oder sowas und sowas. Da würde es deutlich nochmal einen Unterschied irgendwo gehen. Aber bei diesen ganzen Farben würde ich wirklich raten, nehmt euch einen Crease-Ton, bleibt dabei, blendet irgendwas hinten im äußeren Lid rein. Ihr könnt miteinander kombinieren, gerade die Schimmer miteinander kombinieren, aber bleibt bei einem Crease-Ton, weil ich glaube nicht, dass man auf dem Auge den jetzt zum Ausblenden, ja, aber miteinander gemischt, glaube ich, nicht wirklich viel Unterschied sieht, aber auch genauso hier irgendwo was. Ne? Also ne? Sucht euch einen Crease-Ton aus, bleibt dabei und dann seid ihr, glaube ich, auf der glücklichen und zufriedenen Seite. Ansonsten werdet ihr da einen ganz, ganz krassen Mischmasch sehen und dann auch wirklich keine abgestufte Farbe mehr, beziehungsweise keine einheitliche Farbe irgendwo. Ja, das war jetzt schon mal die kurze Vorab-Review. Gleich werde ich nochmal, also wundert euch nicht, wenn ihr dieses Make-up noch öfter in meinen Videos nachher seht, beziehungsweise in den nächsten Tagen, werde ich euch noch eine Review zu der Clarity Cosmetic Lost at Sea Palette geben. Die habe ich nämlich am Wochenende getragen, habe auch wirklich jeglichen Ton durchgetragen und heute Abend kommt auch nochmal ein anderes Video online.
seid gespannt. Diese Woche gibt es noch Lives. Danach wird sehr wahrscheinlich für drei Wochen keine Lives gehen. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwie am Wochenende so dann, wenn die kurzen einfach weg sind, dann irgendwo dann nochmal in Ruhe live gehen kann oder wenn irgendwie was anderes ist. Aber ansonsten sind erstmal die nächsten drei, also diese Woche schon, aber danach die nächsten dreieinhalb Wochen keine Lives geplant. Dadurch, dass der Kindergarten nicht da ist, beziehungsweise auch Urlaub und Ferien hat und ich dann einfach vier Kinder zu betreuen habe und das geht einfach nicht eine Stunde lang nicht zu machen. Ich versuche das dann so zu machen, ich schmink mich ja so oder so meistens, dass ich dann irgendwelche Looks dann drehe, einfach mit der Kamera, so kann ich wegschneiden, wenn irgendwer brüllt, kreischt, knatscht oder was auch immer macht und euch dann kleine Shorts, Kurzvideos oder so von meinem aktuellen Make-up-Look dann trotzdem noch zeige oder irgendwie so. Ich muss mal schauen, wie das klappt, wie ich das machen werde oder wie das überhaupt funktioniert. Ich versuche da mein Möglichstes, mein Bestes, um euch noch irgendwie weiter in den nächsten dreieinhalb Wochen zu unterhalten. Versuche noch Videos diese Woche vorzudrehen, weil bearbeiten kann man halt immer zwischendurch. Aber ja, es wird spannend. Aber bleibt mir bitte treu, denn nach den Sommerferien geht es dann definitiv weiter, auch mit Lives und mit Looks und mit Reviews und mit allem drum und dran. Shorts wird es die ganze Zeit über geben, manchmal auch einfach Shorts, die ich schon ja, längere Zeit auf meinem Rechner habe oder beziehungsweise auf meinem Handy habe. Aber ansonsten, ne, also seid gefasst, das wird ein bisschen leiser um den Kanal. Aber die Sommerferien sind ja dann auch zu Ende und dann gibt es wieder neuen Input von mir. Ja, ich würde mal sagen, es ist jetzt Zeit. Ich muss jetzt weiterfilmen und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und genießt das Wetter, solange es irgendwie schön ist. Heute soll es ja ein bisschen mehr bewölkt sein, aber nicht ganz so grausam und gruselig. Aber ansonsten, ne? Tschüss und schönen Tag noch. Wir sehen uns morgen früh im Live wieder.